Bei mir ist halt der nächste Popstar Österreichs, der Chris Steger. Und wir werden jetzt einmal auf den Zahn fühlen. Wie ist es dann gekommen, dass sie das Plattenlabel Global Rockstar Music dann, dass die auf die aufmerksam geworden sind? Ja, ich glaube eher wegen Chili-Contest. Mhm. Der hat mich einfach mal angerufen und gefragt, ob ich gerne das Lied singen möchte. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, gern, aber ich mache es auf Mundart, das Lied. Mhm. Dann habe ich das Lied umgeschrieben im Text und dann haben wir es aufgenommen. Wie haben deine Freunde und Klassenkameraden so reagiert? Wie es gehört, jetzt hast du eine Single aufgenommen und bist quasi schon irgendwie Popstar. Ja, am Anfang haben sie es eh noch nicht so mitgekriegt. Und dann, weil sie das erste Mal in den Radio gespielt worden sind, habe ich gesagt, hey, Steger, gar kein so schlechtes Lied, haben sie noch gesagt. Und jetzt, wo wir mal Fußball haben, nach dem Spiel ein bisschen feiern, dann singen sie auch alle mit. Und das taugt mir natürlich, das taugt mir am meisten, wo meine Freunde und alle Bekannten da den Text auswendig wissen und mitsingen, das ist ein schönes Gefühl. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wo du in 10 Jahren sein wirst, was siehst du denn da? Das, was in 10 Jahren sein wird, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nur erträumen. Mein Traum war, dass ich vielleicht mit der Musik mal mehr Geld verdiene. Aber ich brech da jetzt gar nicht zu viel vordenken, weil mir gefällt es gerade so, wie es ist. Ich habe jetzt schon ein bisschen spioniert und habe auf Global Rockstar dann schon ein bisschen reingehört in deinen Nein-Song. Der heißt, wann ich dann heimkomme. Ganz genau. Das ist ja eher was Langsames, Sanftes. Was war da die Motivation zu dem Song? Ja, den habe ich wieder mit Christoph Straub und Ono geschrieben. Und wir haben gedacht, jetzt haben wir noch einen ruhigen, weil für Herbst und Winter passt das eh ein bisschen. Da haben wir auch schon Videoideen. Und im Herbst was Ruhiges. Und nachher, wenn es noch zum Frühjahr zugeht, auf die dritte Scheibe, werden wir dann schon ein bisschen was Schnelles machen. Okay. Eine letzte Frage nur, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Nur ein wenig überlegen. Ja, dass man mit dem Fußball im Meister wird, dann wird man wieder voll. Ah ja. Nein, dass es mit der Musik so weitergeht und wenn es was wird, wird es was. Und sonst hilft es auch nicht. Super. Gut, vielen Dank. Die Salzburgerin. Print- und Online-Ausgabe für Sie, ihn und die ganze Familie.